Das Städtchen Divonne-les-Bains in Frankreich. Früher standen hier viele alte Bäume. Alle wurden gefällt, weil sie vom asiatischen Laubholzbockkäfer befallen waren. Schweizer Spürhunde helfen, diesen Schädling zu finden, der aus China nach Europa eingeschleppt wird und die einheimischen Laubbäume zerstört. Das Heimtückische? Man erkennt den Befall erst, wenn es zu spät ist. Seit einigen Jahren ist die Truppe in der Schweiz, in Frankreich und Italien im Einsatz. Die Hunde wurden sorgfältig für die Suche nach dem Laubholzbockkäfer ausgebildet. 2 Jahre dauert es, bis sie so selbstständig arbeiten können und jeden Baum sorgfältig auf möglichen Befall kontrollieren, wie der Hund Grace es hier tut. Die Larvennester sitzen, von außen unsichtbar, unter der Baumrinde. Wir haben hier ein Stück Ahorn, befallen von einem asiatischen Laubholzbockkäfer. Die Eiablage war hier. Und nach 3 Monaten bohrt sich die Larve rein und fängt an, einen Gang zu machen. Und da drin bleibt sie bis zu 2 Jahre. Bevor sich die Larve dann nach knapp 2 Jahren verpuppt, macht sie mit ihren Spänen hinten zu, damit kein Specht sie holen kann. Und der Käfer schlüpft dann aus einem kreisrunden Loch raus und lebt dann etwa 2 bis 3 Monate als Käfer und reproduziert sich. Legt als Weibchen 2 bis 3 Mal bis zu 30 Eier. Die Eiablagen sind hoch oben im Baum. Über die Jahre fressen sich die Larven nach unten. Darum ist das Ziel, die Nester möglichst früh zu finden. Die Hunde müssen also auch aus großer Distanz in der Lage sein, die Larven aufzuspüren. Der Maximalfund, den wir mal gemacht haben, das ist 18 Meter Höhe. Eiablagen, 24 Eiablagen, welche von einem Hund auf 20 Meter Distanz angezeigt wurden. Wir haben dann 1/2 Stunde gebraucht, bis wir diese Eiablagen gefunden haben auf einem Baum, der 20 Meter entfernt war. Und das ist faszinierend, sowas. Auf ihrer Suche nach den Larven begegnen die Spürhunde vielen anderen Insekten und einheimischen Baumkäfern. Sie müssen lernen, sich von diesen Gerüchen nicht ablenken zu lassen. Das wird regelmäßig trainiert. In 10 Gläser werden verschiedene Käfer gesetzt. Nur eines enthält den asiatischen Schädling. Fritz, der australische Cattle Dog, hat das richtige Glas schnell gefunden. Geruch ist eine Kombination aus verschiedensten Molekülen. Offenbar kann der Hund genau die Geruchsmoleküle isolieren, die zum asiatischen Käfer gehören. Lässt sich mit modernen Analysemethoden herausfinden, welche Moleküle das sind? Peter Kaul ist Experte für Detektionstechniken und spezialisiert auf Sprengstoffe und Umweltschädlinge. Er hat zum ersten Mal versucht, in seinem Labor die Geruchsmoleküle herauszufiltern, die den asiatischen Eindringling von den einheimischen Käfern unterscheiden. Ein sehr aufwendiges Verfahren. Eine Geruchsmischung von vielen hundert Substanzen muss mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel mit einem Massenspektrometer in kleinste Mengen aufgespalten werden, bis die einzelnen Geruchsstoffe isoliert werden können, die typisch für den asiatischen Laubholzbockkäfer, kurz ALB, sind. Wir haben herausgefunden, dass es 5 Substanzen gibt, von denen wir ausgehen, dass sie spezifisch nur beim ALB auftauchen und von denen wir auch vermuten, dass das die Substanzen sind, die der Hund identifizieren muss, um eine eindeutige ALB-Anzeige auch durchführen zu können.